Die Kaaba wurde gebaut von Ibrahim a.s. und von seinem Sohn Ismail a.s. Beide sind Propheten und beide sind Großväter, Urgroßväter vom Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm. Also der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, willkommen zu seinem Stamm, ist ein Nachkommen vom Propheten Ismail a.s. beziehungsweise dann von seinem Vater, vom Propheten Ibrahim a.s. Also es waren dann in Mekka, dadurch, dass die Kaaba in Mekka war, waren noch Spuren von der Botschaft von Ibrahim a.s. da. Da das eben Tawaf, Umkreisen um die Kaaba schon in die Zeit von Ibrahim a.s. bekannt war für die Gläubigen. Und das war auch sogar in die Zeit vom Propheten, Friede sei mit ihm, bekannt für die Araber da. Natürlich vermischt mit vielen Sitten, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, die eben durch die lange Zeitspanne, durch die Menschen dann an Veränderungen dann eingebracht worden sind. Aber es sind Spuren, die immer geblieben sind von der Botschaft von Ibrahim a.s. und von Ibrahim a.s. selbst.